ist gerade einfach nichts los auf den Straßen. Deswegen habe ich mir gedacht, werfe ich einfach mal schnell die Kamera an. Und mach einfach ein bisschen Müll. Keine Ahnung, ob das ein Video wird. Aber da sowieso nichts auf den Straßen los ist, dachte ich mir, ja komm, wieso nicht? Es ist halt einfach nichts los. Es ist halt perfekt, um Scheiße zu machen. Ich liebe einfach den Sound der MT-07, Mann. Es ist unfassbar, wie dieses Motorrad klingt. Das ist wirklich, also, das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Dieser Motor klingt so gut. Ich weiß nicht, wieso sie immer nach rechts zieht. Ich kann es mir nicht erklären. Beim besten Willen nicht. Das Ding macht einfach unfassbar viel Spaß. Es ist unglaublich. Schaut euch mal das an, dieses Panorama. Kann mir bitte irgendwer erklären, warum sie jedes Mal nach rechts zieht? Ich setze mich jetzt mal extra Scheps drauf, okay? Ich sitze ein bisschen mit der Arschbacke. Mit der linken Arschbacke berühre ich den Sitz nicht mehr. Jetzt geht's. Das kann aber nicht sein, weil ich saß komplett Chaps drauf. Ich fühle dieses Bike einfach zu krass. Es ist ja auch gar kein Vlog oder so. Das ist einfach nur ein ganz entspanntes, chilliges Video. Ist mir auch recht egal, ob das 5 Aufrufe erzielt oder 0 Aufrufe. Das ist mir so scheißegal. Ich habe mir gedacht, ich fühle es gerade, der Himmel ist ultra geil, die Temperaturen sind ultra geil, die MT-07 hat das neue Design bekommen. Was heißt Design? Ich habe ein paar Teile verändert einfach. Ich habe vorne das Schild reingeklatscht, ich habe die Hebel schwarz lackiert und ich habe unten die Fußrastanlage schwarz lackiert, wie ihr in dem Dual-Vlog mit DB Rides vielleicht gesehen habt, wenn ihr das Video gesehen habt. Und ich hatte halt die Cam gerade dabei und da dachte ich mir, ja komm, wenn du es gerade so krass fühlst, kannst du doch die Leute auch mal teilhaben lassen, wenn die Straße eh schon komplett leer ist.
möchte euch noch kurz was zeigen, Freunde, weil ich es einfach liebe. Ich werde so nicht lange fahren, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, ist das Ding schon lange wieder eingebaut. Ich werde es jetzt nicht beim Namen nennen, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ich habe das nur für ein Reel mal gemacht, weil das halt einfach zum Ding gepasst hat. Aber es ist einfach cool. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber da kommen auf jeden Fall ungefähr einen halben Meter Stichflammen raus. So viel dazu, Freunde. War einfach nur eine chillige Runde. Keine Ahnung, ob ich es hochlade. Aber ja, falls ja, hier habt ihr es gesehen. So fahre ich eigentlich, wenn ich komplett privat fahre. Also auch natürlich nur, wenn jetzt so wenig los ist. Jetzt war halt wirklich die Straße ziemlich krass leer. Also selbst wenn ich mich irgendwie gelegt hätte, hätte ich nur mich selber verletzt. Dementsprechend denke ich, war da alles easy. Ganz zu Ende ist es doch noch nicht. Der Himmel ist einfach zu geil. Meine Fresse. Dieses Panorama, Mann. Es ist einfach unglaublich schön. Wollen wir mal schnell zum alten Wheelie-Spot mal gucken? Ich glaube, das machen wir noch schnell. Wahrscheinlich wird es dann sowieso zu dunkel. Einem alten Wheelie-Spot, die Leute, die neu dazugekommen sind. Hier habe ich Wheelies geübt. Das letzte Mal, als ich hier war, ging das noch nicht so smooth. Habe ich es ein bisschen verkackt gerade. Jetzt aber wirklich, jetzt beende ich das Video, weil jetzt wird es auch viel zu dunkel. Es freut mich wirklich, wenn ihr bis zum Ende dabei wart. Hier kann man es nochmal schnell machen. Ich hoffe, man sieht's. Meine Ohren, Mann. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eigentlich ein absolutes Drecksvideo. Es hatte absolut keinen Content. Ich habe es einfach nur gerade krass gefühlt. Freut mich wirklich extrem. Ich bin euch ultra dankbar, wenn ihr trotzdem bis zum Ende dran gewesen seid. Ich liebe euch, Leute. Ich liebe euch. Ich bin euch für alles dankbar. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Auch psychisch. Ihr seid die Besten, Mann. For real. Diese Community ist die beste Community. Ich könnte mir keine bessere Community wünschen. Und mit diesen Worten, Freunde, beende ich das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.